Hey Leute, willkommen zurück bei Let's Play Terraria. Wir befinden uns hier noch immer im Untergrund, könnte man theoretisch sagen. Da unten ist noch eine Truhe, sehe ich gerade. Und da würde ich gerne irgendwie ran, ohne dass ich die Tür hier öffnen muss. Weil dann überflutet die ganze Scheiße hier. Denn, wow. Ey, meine Güte, ganz ehrlich, ihr beiden übertreibt mir ein bisschen zu sehr. Aber wir töten den jetzt hier mal eben. Oh nein, nein. Die machen so viel Schaden, ey. Die machen so viel Schaden. Das ist echt heftig. Aber wir können ja wieder mal einen Heiltrank nehmen. So, machen wir die Tür auf. Machen sie auch schön zu hinter uns. So, bauen wir das ab hier. Hier haben wir noch eine Statue. Die nehme ich einfach mal mit. Du kannst gerne dort an der Tür klopfen. Ich werde nicht aufmachen. Das kannst du vergessen. Und dann graben wir uns jetzt mal hier ein bisschen nach unten, dass wir zur Truhe kommen. Und schauen einfach mal, was sich hier in dieser Icy Chest befindet. Es sind die Lucky Flurry Boots. The Vera can run super fast. Und es ist noch ein suspicious looking eye, ein bisschen Dynamit. Und Ice Torches. Da machen wir einfach mal Loot All. Oh, jetzt kriegen wir aber nur noch wenig mit. Die Ice Chests brauchen wir theoretisch eigentlich gar nicht. Deswegen hauen wir die einfach mal weg. So, die Fackeln nehmen wir einfach mal mit. Cobwebs brauchen wir momentan, glaube ich, auch nicht mehr. Das Auge können wir gerade nicht beschwören. Schade. Echt schade. Und was haben wir hier noch? Das sind Red Ice Blocks. Die brauchen wir auch nicht. Und das Dynamit, das würde ich schon gerne mitnehmen. Und zwar. Was haben wir hier für Barren? Platinum und Silver. Hauen wir die Schneeblöcke hier rein. Ist doch egal. So, dann lass uns den Safe mal hier irgendwo aufbauen. Irgendwo hier unten. Geht's? Ja, genau. Ich mache hier schnell noch Licht hin, damit wir was sehen können. Und wir haben hier The Rotten Fork. Wieso habe ich denn die nicht verkauft beim letzten Mal? Man weiß es nicht. Na gut, ich könnte jetzt auf jeden Fall dieses eine Item, also das hier kann hier rein, die Chest auch, Dynamit auch, das kommt hier rein, die Flipper-Dinger, die kommen hier rein. Hier habe ich doch wieder Eisen mitgenommen, weg damit. Slush können wir auch behalten, Orichalkum auch auf jeden Fall. Das brauchen wir ja noch. Und ich frage mich gerade, wo haben wir eigentlich dieses Item hingelegt, womit wir die Dingens herbeirufen konnten, die Bienen. Keine Ahnung, das muss ich irgendwann abgelegt haben, wahrscheinlich bei einem meiner Deposit-All-Aktionen. So, okay, das hat sogar geklappt, hier drauf zu stehen. Und jetzt müssen wir, jetzt kommen wir aber nicht an den Jellyfish ran, das ist scheiße. So, okay, dann halt mit der Hilfe von Night's Edge. Ich mache euch hier ein bisschen Licht wieder hin. Und da unten ist, glaube ich, ganz schön viel Dingens, Erz. Wie heißt es nochmal? Boah, ich brauche hier Licht. Ich brauche hier echt Licht, oder ich brauche mal langsam, aber sicher diese Glocke, mit der ich halt diesen Typen, der diese Fee herbeirufen kann. Das ist ja nicht normal. So, was haben wir hier noch Schönes? Wir haben die Spiked Ice Skates. Provides extra mobility on ice. It will not break when you fall on it. Ah, okay. Das sorgt dafür, dass Eis nicht kaputt geht, wenn wir darauf rumspringen. Das ist doch eigentlich schon mal eine ziemlich gute Sache. So, und dann graben wir uns jetzt hier durch. Müssen aufpassen, weil hier wieder diese kranken Viecher kommen. So, nehmen wir die Waffe, die ist ein bisschen effektiver. Und jetzt nehmen wir wieder den Boxhandschuh und boxen hoffentlich diese Schildkröte jetzt ziemlich schnell kaputt. Ja, das hat gut geklappt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gehen wir hier einfach weiter runter, oder? Ich glaube schon. Oh, wie schön ist das denn? So muss es sein, wenn man Sachen abbaut. So, das können wir mitnehmen. Und hier gehen wir einfach mal durch. Die Schildkröte da unten ist jetzt nicht so interessant für uns. Obwohl, da war doch noch... Was war denn das eigentlich? War das jetzt Titanium oder war das irgendwas Wertvolleres? Okay, warte. Wir schauen mal nach, indem wir uns da eben schnell hingraben. Oh, Eisblöcke gehen ja wohl so schön schnell kaputt. Boah, so schnell muss alles kaputt gehen, ey. Das ist einfach nur ein Traum. So, jetzt ist das Viech hier. Da drüben ist eine Mega-Palladium-Erzader. Und das hier ist sogar nur Silber. Ja, komm, Silber ist jetzt auch mega schnell abgebaut inzwischen.
Deswegen lassen wir uns jetzt hier nicht davon abhalten, den Silberkrams mitzunehmen. Und dann graben wir uns jetzt nochmal hier rüber, um das Palladium einzusammeln, würde ich sagen, oder? Was haltet ihr davon? Es hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Kupfer, obwohl Kupfer ist nicht ganz so farbenfroh, sag ich jetzt mal. Kupfer ist ein bisschen dunkler, ein bisschen matter. Na, obwohl, man kann sie schon unterscheiden. Ich habe ja auch manchmal Probleme gehabt, mit Frillort zu erkennen. Also von daher haben wir Glück, dass wir dieses Mal kein Kupfer bei uns in der Welt haben. Sonst würde ich wahrscheinlich jede zweite Kupfererde für Palladium halten. Aber so nicht. So. Dieses blöde Eiselementar da unten lauert schon auf uns. So, komm. Nimm deine Boxhandschuhe und dann darfst du hier alles kaputt boxen, was du willst. Ach, die machen die gleichen Sounds wie die Pixies, wa? Ich glaub schon. So, gib du mir mal hier eine Lampe wieder. So viele Lampen braucht wirklich kein Mensch. Und so, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das da drüben aber eine Mimik, oder? Guck mal, die steht doch so auf 5:30. Ah, ey, wo kommt der denn schon wieder her? Ey, entweder bin ich auf beiden Augen blind oder einfach nur doof. So, also erstmal den da töten. Das ist ein Crimslime. Also zielt das hier wirklich als Crimson-Gebiet oder was? Aua, Vorsicht. So. So, warum meine ich, dass das jetzt eine Mimik ist? Guck mal, weil die hier so auf 7:30 steht. Das ist doch nicht möglich, oder? Das wäre mir neu. Das wäre mir wirklich neu. So, wir machen hier mal ein bisschen Licht hin, damit wir auch was sehen. Und dann probieren wir es halt einfach mal. Ist das da drüben noch Palladium? Bevor ich das sonst gleich vergesse. Ja, nehmen wir es lieber schnell mit. So, okay. Jetzt bin ich gespannt, ob das hier wirklich eine Mimik ist. Ey, ihr scheiß Fernkämpfer da unten. Ich schieß mal eben drauf. Ja, okay, wusste ich's doch. Das hätte mich jetzt auch sehr gewundert. Was ist da unten los eigentlich? Eisen oder Silber? Oder Titan? Das ist Titan, meine lieben Leute. Wir haben das erste Mal Titanerz gefunden. Nein, nicht Oliver Kahn. Es ist wirklich richtiges Titanerz. Und so wie es mir scheint, habe ich keinen Platz mehr für Titan. Das wird auf jeden Fall geändert. Da hauen wir die Schneeblöcke halt für weg. Ganz ehrlich, wir brauchen schon Schneeblöcke, wenn er Titanblöcke haben kann. Beziehungsweise Titanerz. Aua. Du wirst kaputt geboxt, mein lieber Freund. Auch wenn du ein Elementar bist. Gravitation Potion. Ja komm, Eisblöcke brauche ich eigentlich eh nicht. So, und jetzt müssen wir uns wieder was überlegen. Hier unten sind mega viele Gegner. Das spricht doch eigentlich für den Waterbolt. Okay, irgendjemand ist da unten schon mal gestorben. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ein Gegner sterben. Wow, haben wir irgendwas richtig gemacht? Und nein, 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 nein. Schlag den Typen zurück. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Das gibt es doch nicht. Also der Hard-Mode ist wirklich hart. Das muss man ihm lassen. Er war früher auf jeden Fall leichter, finde ich. Die haben ihn auf jeden Fall ganz schön vom Schwierigkeitsgrad her nochmal angezogen. Und ja, immerhin nochmal eine Dark Soul hier bekommen. Eine Soul of Night, Entschuldigung. Wir sind ja hier nicht mehr in dem Dark Soul Mod. Boah, die kriegen so wenig Schaden durch meine Zaubersprüche. Ja, wir müssen es eigentlich mit dem Box-Glow hier machen. So, der ist down. Warte mal, ich würde da gerne mal ein bisschen Licht reinschmeißen. Damit wir zumindest sehen, was da eigentlich abgeht. Und, wow. Jetzt muss ich echt aufpassen. Vorsicht, da kommt so ein Gegner. Diesmal habe ich ihn gesehen. Ein Zauberspruch kommt hinter uns her. Oh, der muss sterben. Ich habe nur noch wenig Energie, Leute. Wir haben richtig wenig Lebenspunkte. Deswegen eine Sekunde warten, Heiltrank nehmen. So, okay. Da oben ist übrigens auch irgendwo ein Gegner. Ich sehe den nicht, das ist das Problem. Und oh, jetzt kommt hier auch noch ein Eiselementar. Boah, ey, einfach mal sterben, geht doch. So, was machen wir jetzt da? Ist jetzt schon wieder so ein Viech. Pikron, okay. Moment, Pikron. Boah, jetzt checke ich, warum ich den nicht sehe, weil er sich unsichtbar machen kann. So ein Assi, das erklärt natürlich einiges. So. Okay.
Nein, jetzt habe ich genau dagegen geschossen. So, jetzt müssen wir aber getroffen haben. Oder ja, wir haben auf jeden Fall getroffen. Ist nur die Frage, ob wir auch den richtigen getroffen haben. Boah, einfach alle Gegner in einen Sack stecken, raufkloppen. Es trifft immer den richtigen. So muss man das sehen. So, toll. Jetzt treffe ich zwar die Kiste ohne Ende. Ey, der hat nur noch so wenig. Habe ich den erwischt? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist doch nicht normal. Der hat nur noch so wenig. Wie viel hat er noch? Zwei. Der hat ehrlich nur noch zwei Lebenspunkte und nervt so rum. Ja, guck mal, wie schnell der Boxer ihn kaputt macht. Wir müssen nur einmal rankommen und ihn boxen. Dann ist er down. Oder wir können es auch anders machen. Wir können einfach noch mehr Bälle da unten reinballern und hoffen, dass ihn irgendwie einer trifft. Ja, okay, er ist tot. Okay, dann traue ich mich da jetzt auch runter. Der Mimic dürfte nicht allzu schwer werden. Komm schon, box sie weg. Okay, sehr gut. Was hat sie gedroppt? Ein Bogen. Das sieht mir stark nach einem Bogen aus. So, jetzt muss ich den irgendwie mitkriegen. Featherfall Potion. Throwing Knives braucht kein Mensch. Murderous Ice Bow. 49 Damage. Wow. Das ist deutlich stärker als der Molten Fury. Krass, das ist heftig. Lasst uns mal eben ein bisschen Platz bauen, dass wir den Safe dahin kriegen. Und dann hauen wir wieder Sachen hier rein. Den Bogen. Behalten wir erstmal im Inventar. Dann diese cyanfarbige Scheiße kommt hier rein. Gravitation Potion. Der blöde Wikinger denkt, er kann mich hier hinterrücks angreifen, ne? Aber nein, ich habe meine Augen überall. Die Souls of Night behalten wir auch so im Inventar. Und warum habe ich hier schon wieder Zinn? Kein Wunder, dass mein Inventar andauernd voll ist, wenn ich so viel Scheiße mitnehme. So, jetzt müssten wir da uns einmal durchboxen da unten. Sehr gut. Und dann graben wir uns hier runter. Immer weiter in die Tiefen hinab. Und was sehen wir da vorne? Wieder ein bisschen Silber. Nein, das ist wieder Platinum. Okay, ich kann offensichtlich Platinum und Silber nicht unterscheiden. Aber hey, was soll's. Habe ich kein Problem mit. Hauptsache, der Schlüpper sitzt, oder? So, was haben wir da drüben noch Feines? Oh, der Schneemann, ey, der macht mich kirre. Ich denke total oft, dass der Schneemann irgendwie ein Gegner ist, der gerade angerusht kommt. So, jetzt bekommen wir hier eine Menge Silk. Ist aber nicht so verkehrt, weil Silk ist ja dafür da, dass man da ein paar Erze draus herstellen kann mit der Maschine. So, stirb. Oh, da drüben ist schon wieder so ein komisches Drecksviech. Von denen ich noch nicht so ganz weiß, was ich halten soll von denen. Los, komm, Boxhandschuh, geh da durch. Geht doch. Zack, haha, ihr könnt mich wahrscheinlich nicht treffen, oder? Nur mein Boxhandschuh ist genau groß genug, dass er euch treffen kann. Haha. So finde ich das schon viel geiler zu kämpfen. Moment. Ah, shit. Ich dachte, da würden wir ein bisschen besser mitfahren mit dem Stab. Wir machen hier mal ein bisschen Licht. Und dann nehme ich auf jeden Fall wieder... Warum kommt so einer jetzt? Es ist hier nicht das Crimson-Gebiet, Junge. Ich verstehe nicht, warum hier die ganzen Crimson-Monster kommen. Wahrscheinlich ist es jetzt eine Crimson geworden. Deshalb halt auch hier diese rote Farbe im Gebiet. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. So, da ist schon wieder so einer, der aber auch kaputt geboxt wird von uns. Und jetzt müssen wir schauen, was wir mit diesen fünf Schildkröten sind, glaube ich, da unten. So. Oh, und dahinter mir kommt übrigens noch eine. Wow, what the fuck. Komm schon, Boxi kaputt, ey. Boxi kaputt. Da ist sie wieder. Aber diesmal haben wir sie, genau. Sehr gut. Wow. Na komm, nimm deinen Boxsack. Oh Mann, ey. Wozu haben wir den denn? Oh, Fledermäuse, nervt mich jetzt nicht, bitte. So, sehr schön. Da oben ist noch irgendwo eine Fledermaus. Ich mach mal hier Licht hin, damit wir was sehen können. Herzcontainer nehmen wir auch mit. Der wird wieder an den Mann gebracht später. Oder an die Frau, je nachdem, wer den gerne hätte. Und jetzt haben wir hier wieder ein bisschen Eisen. Nein, 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 das brauchen wir nicht. Boah, hier kommt schon wieder eine Schildkröte hochgerannt. Gibt's doch nicht. Hör auf zu nerven, ihr Drecksviecher, ey. So, hier drüben gibt's auch noch eine Soul of Night einzusammeln.
Und hier oben ist sonst nichts. Das ist eine schön große Höhle endlich mal. Aber trotzdem finden wir hier nichts Gescheites. Ah. Und das Gebiet hat sich hier scheinbar geändert gerade. Ja, also das hier gilt als Crimson. Auch so vom Sound her. Und das andere gilt scheinbar als irgendwas anderes. Halt, da liegt Crimson. Oh, ich weiß, aber das nehme ich jetzt wirklich nicht mehr mit. Das ist nur eins vor allem. Ist doch scheißegal. So, das Elementar muss auch kaputt geboxt werden. Und wir brauchen hier Licht. Nein, oh Mann, ey. Oh, was hat der denn gedroppt? Trifold Map, okay. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wer weiß, wofür die gut ist. So, ach, und der hat auch einen Banner hier gedroppt, der eine. Ein Fledermaus-Banner haben wir aber schon. Und jetzt müssten wir mal überlegen, diese Map... Immunity to Confusion. Ah, jetzt können wir die zusammen mit dem anderen Teil da zusammenpacken und irgendwas Tolles draus machen. Die Dart Traps, Herzcontainer kommt hier auch mit rein. So, okay. Ach ja, ich sauf gerade ab, wie ich sehe. So, mein liebes Auge. Haben wir noch eine Rechnung offen? Nee, ich glaube gar nicht, oder? Egal, ich würde dich trotzdem gerne kaputt kloppen. Wenn du nichts dagegen hast. Wenn du nichts dagegen hast. So, er rastet schon aus. Okay, kann ich nachvollziehen. Wenn ich so auf die Fresse bekommen würde wie er, dann würde ich auch einfach mal ausrasten wollen, eine Runde. So, komm, wo bist du denn? Da ist er. Zack, 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 zack. Ja, vielleicht nehme ich dann das Crimson Ore doch nochmal mit, weil der wird jetzt mir auch wieder ein bisschen was geben. Ja, Crimson Ore, okay. Dann nehmen wir den einen hier auch noch mit, der hier oben lag. So. Der muss dann ja nicht liegen bleiben, oder? Wie seht ihr das? So, sehr schön. Und dann gehen wir weiter. Immer weiter der Nase nach. Boah, scheiße. Doch noch in die Falle getreten. Komm, hau das kaputt. Die Falle nehmen wir gerne mit. Die Dart Trap, da ist auch noch Crimson Ore. Aber, oh nee, für drei Crimson Ore grab ich mich da jetzt nicht durch. Da bin ich mir zu fein für. So, na kommt. Die Wikinger, die wollen es wohl wissen. Oh, guck mal, hier unten ist auch noch ein Pilzbiom. Sehr schön, dass wir hier nochmal in der Nähe ein Pilzbiom gefunden haben. Oh, und da kommen auch Höllenviecher scheinbar schon. Wer hat mich hier gerade... Was ist hier los? Was ist das? Was sind das für Sporen? Hier fliegen irgendwelche Sporen durch die Luft. Das muss vom Pilzbiom kommen. Wer macht das? Keine Ahnung, ich sehe den Schuldigen gerade nicht. Doch, ich sehe ihn. Dieses komische Viech da unten. What the fuck, 68 Schaden? Ich muss den Life Crystal zumindest mitnehmen. Life Crystal mitnehmen. Life Crystal mitnehmen. Schneeflocken, scheiß doch drauf. Boah, 69 Schaden machen die ernsthaft. Heftig. Alter! Was geht mit den Dingern? Das ist mir zu krass. Das ist mir gerade zu krass. Ich will jetzt nicht sterben eigentlich. Deswegen teleportiere ich mich mal eben schnell an die Oberfläche. So. Da drüben ist die Krankenschwester. Die sollten wir vielleicht auch nochmal hier ein bisschen näher zu uns ranpacken. Aber auf mich hört ja keiner. So, jetzt erstmal so ein bisschen schauen, was wir mit dem ganzen Loot machen. Also natürlich stellen wir uns erstmal wieder ein paar Barren her. Zum einen Orichalkum-Barren. Genau. Ach, scheiße. Moment, wir müssen das anders machen. Die Orichalkum-Sachen kommen mal eben schnell hier rein. Hier mache ich auch noch mal eben schnell einen Quick-Stack. Und dann würde ich den Safe hier gerne wieder irgendwo aufbauen. Am besten hier. Sehr schön. Dann kann ich nämlich wieder ein paar Sachen an den lieben Darnell verkaufen. So, zum einen das. Das Fledermaus-Banner, das behalten wir einfach mal. Hier die ganze Scheiße behalten wir. Wie viel ist das Ding wert? 5 Gold, nicht schlecht. So, eigentlich habe ich gar nichts zu verkaufen, oder? Doch, den Speer hier. Und den Blizzard in a Bottle wahrscheinlich. Da frage ich aber erstmal den Guide, was man mit dem Blizzard in a Bottle noch so machen könnte.
Nur den Blizzard in der Balloon, alles klar. Das war jetzt das Urteil. Moment, wir könnten doch nochmal schauen, wofür sind die Teile eigentlich? Für Ichor Torches, Flask of Ichor, Melee Attackers decreases Enemy Defense, oh schön. Die Arrows decreases Targets Defense, ah alles klar, das ist also alles dafür. Und Golden Shower, die haben das ernsthaft Golden Shower genannt. Der Begriff ist ja wohl sowas von vorbelastet. Aber gut, ich habe nichts gesagt. So, das ist kein Material. Das auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, Crimton Ore. Palladium Ore. Wir könnten Crimton Ore, das verkaufen wir einfach komplett. Genau, brauchen wir ja eh nicht mehr. Haben wir letztes Mal auch verkauft. Crimton Ore, weg damit. So, der Blizzard in the Bottle konnte auch weg, haben wir gerade herausgefunden. Dieses Ico-Zeug behalten wir. Und dann behalten wir den ganzen Rest eigentlich, ne? Eisen, was, jetzt habe ich doch noch wieder ein Eisen eingesammelt, scheiße. So, das Palladium, das wird gleich natürlich auch noch hergestellt. Aber erstmal, ach, hier haben wir noch mehr von diesem Zeug. So, die kommen weg. Die Map kann ich noch vercraften. Molten Fury. Water Chest. Ja, wir haben scheinbar gar nicht so viel zu verkaufen, leider diesmal. Die Water Chest kommt jetzt aber einfach mal hier mit hin. Genau. Und die Statuen. Wir hatten irgendwo schon eine. Genau, hier. Da haben wir leider noch keine doppelt. Okay. So, sehr gut. Dann machen wir hier nochmal ein Quick Stack. Ich hatte hier unten, glaube ich, irgendwo mal diesen Stack aus Versehen gemacht, ne? Ach, hier kann aber der andere Farbstoff rein, den ich aber noch oben habe. Genau, hier ist der Nektar, alles klar. Der Nektar kommt meinetwegen einfach mal hier mit rein. So, irgendwo müssen die Sachen ja untergebracht werden, das ist halt die Sache. Zack, das kommt dort rein. Hier unten habe ich noch ein paar Tränke, deswegen würde ich hier auch noch mal gerne einmal quickstacken. Ist dämlich, dass ich die Heiltränke hier mit drin habe. Das versaut mir jedes Mal die Sache mit den Heiltränken, weil jedes Mal tue ich die Heiltränke aus meinem Inventar dann weg. Obsidian Skin Potion haben wir scheinbar nicht mehr. Kommt hier auch noch mit rein. So, und hier hinten machen wir auch nochmal ein Quick Stack. Genau, und hier auch nochmal. Dann ist das Fledermausbanner nämlich auch weg vom Fenster. So, die Schlittschuhe, die kommen hier mit hin. Und jetzt würde ich gerne mal schauen, die Karte, das hatte Ryan ja schon mal gesagt, kann man ja mit diesem anderen Teil zusammenpacken, ne, ja. Genau, mit der Fast Clock. Dann ist man immun gegen Slow und gegen Confusion, ist ein sehr nettes Item, wie ich finde. Und das stellen wir uns jetzt einfach mal schnell her. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, genau, hier haben wir es doch. Den Plan haben wir jetzt, ist auch Material. Jetzt bin ich gespannt, was man da noch verbessern kann. What the fuck? Also, Armor Bracing, Immunity to Weakness and Broken Armor, Immunity to Poison and Bleeding, Immunity to Slow and Confusion, das haben wir, Immunity to Silence and Curse und Immunity to Darkness. Und dieses Teil macht uns immun gegen die meisten Debuffs und gilt auch nochmal als Material. Wie heftig ist diese Scheiße bitte auf einer Skala von 1 bis 10? Yo, ich sag auch 11. Ich sage auch 11. Du kommst hier mit rein und jetzt brauche ich noch eine Packung für Souls. Eine Packung. Obwohl, ich würde mal gerne schauen, was ich so mit den Souls inzwischen machen kann. Irgendwas Interessantes, Star of Power, Magical Harp. Oh, die Magical Harp, die will ich haben, ne, die ist geil. Neptune's Shell, Demon Wings, Cursed Flames, Golden Shower, Mechanical Worm, doppelt. Achso, einmal Rotten Flesh, einmal mit den Vertebrace und den Mechanical Skull. Okay, also nichts großartig Neues, was wir damit machen könnten. So, jetzt möchte ich aber gerne trotzdem nochmal Palladium herstellen. Genau, das passt. Moment, wir machen hier nochmal eben einen Quick Stack. Jetzt sind wir den ganzen Krams nämlich los und ich muss nochmal fragen mit dem Orichalcum. Crafting. Ich glaube, ich brauche daraus einen Amboss, oder? Gibt es sowas hier auch? Ich denke mal schon, dass es hier ein Orichalcum-Amboss geben wird. Genau, da ist er doch. Kostet sogar nur 10. Und das brauchen wir dann, um Items daraus zu craften. Genau, stimmt.
Okay, dann haue ich mir den Amboss mal eben schnell ins Inventar. Der alte Amboss hat somit ausgedient, der neue kommt an seiner Stelle. Und dann hat das eigentlich schon seinen Zweck erfüllt. Ja, jetzt sind die ganzen Orichalcum-Dinger dafür raufgegangen. So, aber ich könnte doch jetzt Titan... Titan brauchten wir... Ach, warte mal, brauchte man für Titan... Brauchte man erst einen Ofen, wa? Genau, Titanium Forge. Da brauchen wir eine Hell Forge, die haben wir. Und dann 30 Titanerz. Okay, das haben wir leider noch nicht. Dann kann man Titanbarren draus machen oder Titansteine. Warum sollte man da Steine draus machen? Ich weiß es nicht. So, das Silber und Titan habe ich noch im Inventar. Kannst du die Kiste bitte dir anschauen? Weil die hier schon voll sind. Okay, dann haue ich die jetzt weg. Dann werden die verkauft, ganz ehrlich. Wenn ich da schon zwei ganze Stacks von habe, das ist ja mehr als ausreichend. So, Flaming Arrows. Die können auch weg. Die Bomben kommen gleich unten mit rein. Hier haben wir noch Unholy Arrows, die... Ach, weiß ich nicht. Soll ich die behalten? Chester's Arrows sind ja besser. Ja, komm, weg damit. So, genau. Okay, das sieht gut aus. Was habe ich hier noch? Diese Flipper-Teile. Gravitation und Dynamit. Okay, dann ist das hier fertig. Bei den Waffen muss ich jetzt auch nochmal einen Quickstack machen. Zack. Boah, 98 Bomben. Heftig. 9 Dynamit. Okay, sehr schön. Dann, Ryan, wie sieht's aus? Was kann ich hieraus nochmal machen? Dieses Diving Gear. Das heißt, das habe ich schon. Was kann ich hier draus machen? Die Spectre Boots. Nämlich einfach mit den Rocket Boots. Okay. Okay, die Spectre Boots haben wir ja schon. Was konnten wir daraus nochmal machen? The Vera can run incredible fast. Da brauchen wir noch das Anklet of the Wind und ein normales Anklet. Haben wir das etwa nicht? Items waren hier. Ernsthaft, haben wir beides nicht. Da müssen wir echt nochmal so ein paar Standard-Items scheinbar finden. Aber wir könnten diese Flipper-Teile wegschmeißen. Beziehungsweise nicht wegschmeißen, sondern natürlich gewinnbringend an diesen netten Mann hier verkaufen. Genauso wie die Boots, ne? Ja, die brauchen wir nicht. Okay. So, der Gravitation Potion muss noch weg, wenn ich das richtig sehe. Den Bogen behalten wir erstmal. Und dann dieses Färbemittel auch. Das Färbemittel kommt hier mit rein. Und der Gravitation Potion kommt dort mit hin. Dann dürfte es das gewesen sein. Die Fackeln können wir auch natürlich noch weggeben. Wer braucht jetzt schon Fackeln hier unbedingt? Ach, guck mal, jetzt habe ich nur noch so wenig Fackeln. Ja gut, dann nehme ich mal wieder die mit. Und die blauen Fackeln kommen ja auch noch mit rein. Dann haben wir es aber geschafft, meine lieben Leute. Dann haben wir es geschafft und ich kann den Part für heute hier an dieser Stelle beenden. Das Einzige, was ich gerne noch machen würde, ist das Titan und so wegzutun. Crimpton, oh, habe ich hier immer noch. Naja. Egal, lassen wir die erstmal hier. Die tun ja niemandem was. So. Und die Diamanten, habe ich die hier schon hingetan? Scheinbar vorhin beim Quickstang. Muss ja. Oh, hier mein Amboss. Der Amboss, der kann auch weg. Was gibst du mir für diesen Amboss? Er hat mir schon gute Dienste geleistet. 10 Silber? Ha! Na gut, warum nicht? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Was war hier oben eigentlich drin die ganze Zeit? Man weiß es nicht, oder? Wisst ihr es? Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich irgendwo wieder einen Quickstack gemacht und meine Fackeln oder so abgelegt. Oder waren die Heiltränke da oben? Kein Plan. Ich habe absolut keinen Plan. Na gut, Leute, nächstes Mal sehen wir uns dann hier an dieser Stelle wieder. Ich glaube, ich muss sogar eigentlich mal wieder ein Haus bauen, so leid es mir tut. Aber vielleicht verschiebe ich das auch noch. Ich habe schon eine Idee eigentlich, wie ich ein weiteres Haus hier noch unterkriege. Deswegen, ja, ich überlege mir, ob wir nochmal ein Haus bauen oder ob wir was Sinnvolles machen. Also dann, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.